Ja, Leute, der Sommer steht ja förmlich vor der Tür und deswegen dachte ich, mache ich mal ein Video, in dem wir mal einen Sommerbeat erstellen. Und ich habe mir schon so ein kleines Drumkit mal rausgesucht, so ein paar Drums, die ich einfach mal zum Starten nutze. Und dann bauen wir einfach mal so einen schönen sommerlichen Beat und ich nehme euch dabei einfach mal so ein bisschen mit. Beginnen wir mal mit dem Grundbeat. Ich baue mir einfach mal so was ganz Einfaches. Tempo habe ich jetzt bei ungefähr 100 BPM. Könnt ihr natürlich immer anpassen, je nachdem, was ihr machen wollt. Ich habe jetzt gedacht, ich layer das hier einfach mal mit so einem Perk-Sound. So ungefähr. Jetzt können wir noch eine kleine Hi-Hat hier einfügen. So. Die spielt erstmal nur den Grundrhythmus und dann können wir gegebenenfalls noch eine weitere hinzufügen, die das dann einfach noch ein bisschen mehr, ja, ins Grooven reinbringt. So ungefähr. Haben wir vielleicht noch ein bisschen mehr Bewegung einfach drin. Genau. Klingt erstmal noch ein bisschen langweilig, weshalb ich denke, dass wir das sogar nochmal erweitern können. Das ist meistens besser, empfehle ich auch mal ganz gerne. Macht ruhig längere ja, Drums oder hier in dem Fall längere Patterns, das gibt dem einfach noch ein bisschen mehr Abwechslung. Jetzt einmal hier so eine Head, die kopieren wir auch einfach so rüber, weil die gibt ja basically nur den Grundsatz an und die weitere Head hier, die bestimmt ja dann so ein bisschen mehr die Feinheiten, ne? Genau, auch immer ganz cool hier bei diesen Magneten könnt ihr auch mal diesen einen Drittel-Step hier einstellen. Das ist ganz cool, das gibt dem meistens noch so einen ganz anderen Touch, weil hier in diesem, seht ihr schon in diesem ein Viertel-Step-Bereich hier, da liegen die eigentlich nicht im Takt, aber genau gerade diese Versetzung ist manchmal ganz nett, deswegen kann ich euch das auch mal empfehlen. Ansonsten stelle ich hier immer ganz gerne auf den Step-Mode, der ist immer am präzisesten für die meisten Arbeiten, die man eben so macht. Genau, ich glaube, das reicht erstmal für die Drums. Natürlich hier noch diesen Percussion-Sound rüber kopieren. Und das klingt dann hier eben so. Erstmal sehr einfach, nichts Umwerfendes. Das kopiere ich mir erstmal gleich mal ein paar Mal hier rein und nenne das gleich mal in Drums. Benenne das gleich mal um hier. Und ich würde sagen, wir setzen uns jetzt an die Melodie. Beziehungsweise, ich glaube, wir fangen einfach mal mit dem Bass an. Ich gerade eine gute Idee. Und ja, dafür nehme ich mir hier einen Bass aus dieser Sound Collection. Ich glaube, wir nehmen erstmal den. Können ihn ja später eh nochmal ändern, wenn wir das wollen. So. So, und ich baue mir jetzt erstmal so die Grundnoten vom Bass auf. Wichtig natürlich noch, es ist ein One-Shot, das heißt, wir müssen hier die Envelope-Kurve einfach mal kurz einstellen. Hier, dadurch, dass es jetzt so eine Art Bass-Pad ist, können wir das ja auch mit der Release ganz kurz halten. Aber im Normalfall, um das ein bisschen realistischer wirken zu lassen, ist das dann empfehlenswert, die Release hier ein bisschen hochzudrehen. Das gibt dem einfach noch ein bisschen mehr diesen Ausklang, ne? Ihr hört es ja selber, ne? Thank you.
Genau, so ungefähr war meine Idee, ne? Das können wir natürlich jetzt noch ein bisschen ausbessern. Noch so einen kleinen Filter drauf. Gucken mal, wie das ungefähr klingt. Vielleicht sogar noch so einen kleinen Slide. Können wir mal gucken, wie das klingt. Hier können wir das auch um eine Oktave vielleicht mal so nach unten sliden lassen, so hier. Muss natürlich auch nicht so viel sein. Also vielleicht lasse ich das hier doch weg, aber diesen Slide nach unten, den können wir vielleicht ganz gerne mal so lassen. Genau, das jetzt erstmal so als Fundament für unseren Basssound. Den können wir halt noch ein bisschen verspielter machen. Wir könnten jetzt sagen, okay, wir hauen hier noch einen Vintage Chorus rauf. Hier, der ist by the way in FL Studio mit dabei. Kostenlos, also können wir den auch gerne nutzen. Ich nehme hier gerne mal den Chorus 1. Oder den 2. Mal testen. Vielleicht ein bisschen. Weil der hat ja auch schon von Grund auf eine Menge Bewegung, ne? Also dieser Bass, wenn man den mal so anhört. Ne, da ist schon an sich eine Menge los. Eine Oktave tiefer. Ah, das wird dann hier natürlich schwierig. Ihr könnt hier in dem Fall dann sagen, okay, wir bringen den eine Oktave nach oben. Wäre eine Möglichkeit. In dem Fall könnten wir es auch einfach oben lassen. Den Slide ein bisschen länger machen. Jetzt könnt ihr auch hier entscheiden, wollt ihr vielleicht hier einfach das wegcutten und einen eigenen Subbass noch einfügen oder lassen wir einfach den Bass hier drin. Ich finde, der ist hier eigentlich ganz angenehm. Deswegen lasse ich den einfach mal drin. Und ich würde sagen, wir gehen weiter zur Melodie oder zu den Chords. Müssen wir uns noch überlegen. Schauen wir dann immer spontan, je nachdem, was uns gerade einfach so einfällt dazu. Ich füge das mal so ein. Den Bass und die Melodie lasse ich jetzt einfach aktiv, sodass wir das auch besser hören. Und die Drums, die aktiviere ich einfach mal jetzt für den Fall, um das einzuspielen. Und wir gucken mal, was wir für schöne Sounds finden. Was stellen wir uns eigentlich vor? Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Wir könnten jetzt so einen Synthesizer einfügen. Ein Plug-Sound, ein Pad-Sound, eigentlich alles, was wir wollen. Übrigens auch mal ganz nett, nehmt einfach mal irgendeinen Pad-Sound und nutzt diesen als Bass, indem ihr den einfach um zwei Oktaven vielleicht tiefer spielt als gewöhnlich. Und dann hat das meistens so einen ganz angenehmen Charakter. Ich kann das mal kurz zeigen. Ihr nehmt das hier zum Beispiel. Und wenn ihr das tiefer spielt, so vielleicht. Schon sehr cool. Es gibt dem auch nochmal so ein bisschen Bewegung, ein bisschen Textur einfach. Ich überlege gerade, ich glaube, wir können so einen Plug-Sound vielleicht nehmen. Klingt irgendwie cool. Vielleicht ergibt sich ja damit irgendwas Nettes. Okay, das klingt schon mal ganz cool. Ich gebe mal kurz den, aktiviere mal den Envelope und überlege, vielleicht geben wir einfach einen eigenen Reverb dazu. Natürlich können wir auch den Reverb nehmen, der hier bereits dabei ist, aber wenn ich den nicht möchte, dann mache ich den Envelope-Filter an. Dann haben wir den Reverb hier auch aus, wenn wir das wollen, ne? Der
kann nützlich sein. Ich überlege gerade, ich das hier einfach mal wirklich so ein bisschen shape, wie wir uns das denken könnten. Das heißt, ich sage mit der Decay-Time, okay, wie lange soll der Sound klingen, nachdem ich ihn ja auf meiner Tastatur hier antippe. Wenn ich das ganz kurz stelle, hört ihr, wird er nur ganz kurz angespielt. Aber das ist auch gerade halt dieser Effekt so drin. Der wird ja gerade so verrückt dadurch. Deswegen überlege ich gerade, ob ich dem diesen Charakter einfach nehmen will. Ne? Also es ist auch mal so ein kleiner Konflikt. Ich denke, so ist das ganz gut. Und ein eigener Reverb noch dazu könnte dem gut tun. Dann nehmen wir natürlich auch hier den wunderschönen Floyd Studio Verb. Überlege ich gerade mal. Ich glaube, wir können hier dieses Preset vielleicht mal ganz gut nehmen. Wenn nicht, ändern wir das einfach nochmal um. Das ist gar kein Problem. So. Klingt halt immer sehr verspielt, dieses Preset. Bisschen hier mit dem Pan-Mode. Das heißt, der Hall wandert vom linken zum rechten Ohr automatisch hin und her. So sehr mittig und so. Einfach ein bisschen mehr Bewegung. Ja, das mag ich in dem Fall sehr. Der Chorus tut dem auch ganz gut. So, als grobe Idee, ne, das sind hier im Grundsatz eigentlich nur Akkorde. Das heißt, wenn ich die jetzt hier alle mal ranballern würde, seht ihr, das ist einfach nur dieser Akkord. Und den einfach aufzuteilen in die verschiedenen Noten, sodass sie nacheinander spielen, wäre eine Möglichkeit. Ne? Ihr könnt auch sagen, nee, ich mache das hier so. Wäre auch eine Möglichkeit. Probiert einfach so ein bisschen rum, was euch ganz gut gefällt. Ich glaube, das können wir erstmal so nehmen. Müssen jetzt natürlich gucken, ob das jetzt auch zu unserem Bass passt, weil ich jetzt da nicht so drauf geachtet habe. Passt tatsächlich nicht so gut, deswegen passe ich den Bass nochmal an. So in die Richtung. So klingt das doch ganz cool. Ich mache den vielleicht sogar jetzt eine Oktave tiefer. Oder wir können ihn sogar noch layern, indem wir noch einen Bass nehmen und den vielleicht eine Oktave drüber legen. Überlege ich gerade, ob das eine gute Idee wäre. Dieser Bass hier, dass wir den einfach, der klingt ja recht ähnlich, ne? Dass wir den einfach da drüber legen und einfach eine Oktave höher. Hier auch ganz wichtig, wieder unseren Envelope aktivieren. Das dauert nicht lange, aber man muss es eben machen. Klingt doch ganz gut. Hier können wir auch gleich den Bass endlich, also den Bassanteil rausnehmen. Vielleicht ein bisschen die Höhen. So.
ich würde sagen, wir hören uns das mal mit Drums kurz an, um mal zu schauen, wo wir gerade so stehen. Ich finde die Grundidee schon mal gar nicht so verkehrt. Vielleicht bauen wir das einfach noch ein bisschen aus. Wir hören jetzt hier die Kickdrum. Ich würde sagen, das können wir mal so grob abmischen. Bei der Hi-Hat können wir vielleicht so einen Filter noch drauflegen. Das kann man machen, muss man nicht, ne? Hier natürlich ein Sidechain noch drauflegen, ganz wichtig. Ihr habt hier mehrere Möglichkeiten. Wir können zum einen jetzt natürlich hier einen externen Sidechain nutzen. Ich nehme zum Beispiel Dodge Pro gelegentlich, weil ich hier das mag, dass ich das hier einstellen kann. Das habe ich mal für 2 Euro, glaube ich, bekommen und deswegen war das irgendwie so ein guter Deal. Halt ein ganz einfacher Sidechain-Filter. Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr sagt, ihr habt gar nicht die Möglichkeit, dann nehmt ihr einfach Grow Speed. Ja, das ist hier ja auch mit dabei. Ab der Signature Edition, glaube ich, dadurch, dass die halt wieder weniger Leute haben, ja, muss man sich wieder überlegen. So, jetzt könnt ihr natürlich diesen Grow Speed nochmal hier rauf kopieren. Ich mache es anders, ich mache meistens einen Bass-Kanal. Und ja, jetzt habe ich ja hier meine 2 Bässe und diesen hier. Und ich weiß, dass ich beide Sidechain möchte. Das heißt, ich nehme einfach diesen Grow Speed, packe den hier auf den Bass-Kanal. Das heißt, den lasse ich einfach hier. Den hier kann ich löschen auf dem anderen Kanal. Heißt, wir haben jetzt hier 2 Kanäle. Einmal Bass 1, Bass 2 und unseren Bass-Gruppen-Kanal. Wir können es auch so nennen, falls es euch einfacher fällt. Eigentlich sagen wir nicht Gruppe, sondern wir sagen Bus. Ich mache es mal gleich ordentlich. Und das wäre dann hier unser Bass 1 und das hier wäre dann unser Bass 2. Ne? Und diese beiden Bässe kann ich jetzt markieren mit der Steuerungstaste und hier Route to this Track Only einfach mal hinzufügen. Das heißt, beide laufen jetzt über diesen Kanal. Und werden auch beide dann gleich gesidechained. Ne? Ja, die Melodie ist noch ein bisschen langweilig, die verbessern wir gleich noch. Aber prinzipiell erstmal vom Grundsatz wäre das dann so. So, jetzt zur Melodie. Die Melodie ist ganz in Ordnung. Ich denke, die können wir noch ein bisschen verbessern. Zum einen möchte ich noch ein bisschen mehr Hall. Vielleicht auch mit so einem Bell-Sound noch überlagert, das könnte ich mir auch super gut vorstellen. Wobei ich diesen Sound hier eigentlich auch ganz cool finde, irgendwie, der hat so was Besonderes einfach mal. Sowas hier in der Art. Können das hier auch wieder mit unserem Filter ein bisschen mehr kontrollieren. So. Hier gibt es einen ganz coolen Riff, der heißt Raum. Das ist einfach so für diese ganz massiven Dinger einfach super. So, klingt das schon sehr cool, finde ich. Das gefällt mir tatsächlich schon besser. Das gefällt mir besser. Ich denke, wir können noch so eine weitere Melodie einfügen, die das so ein bisschen ergänzt. Vielleicht machen wir sogar ein neues Pattern und nennen das Melodie 2 irgendwie, die das dann so ein bisschen ergänzt, unsere eigentliche Melodie.
Vielleicht aktivieren wir auch die zwei, damit wir das besser hören. Vielleicht sogar eine Oktave tiefer. Oh, dieser Reverb ist natürlich ganz schön krass und auch dieser Delay. Aber er passt, glaube ich. Vielleicht hier sogar denselben Reverb, dieser Raum. Na, klingt mir ein bisschen zu kühl. So klingt das schon ein bisschen angenehmer. Also ihr habt gehört, der davor klang sehr kühl, deswegen habe ich hier einfach diesen High-Cut-Filter genutzt. Damit nehme ich einfach ein bisschen was von den Höhen runter, macht es einfach ein bisschen angenehmer. Und ganz wichtig noch, was ich super cool finde hier in dem Fall, wäre der gute Panflow. Da ist eine Sache kostenlos. Habe ich mal vor geraumer Zeit mir ausgedacht. Und zwar ist das hier ein Filter, der sozusagen zum einen die Tonhöhe ein bisschen ändert. Ich mache das mal kurz. Übertrieben. So eine Art, diesen Wobble-Effekt so ein bisschen. Dann ein Filter, das heißt, der Filter öffnet sich, geht auf und zu. Und hier ganz wichtig, die Pan-Funktion. Der pannt also vom linken zum rechten Ohr. Das machen wir nicht ganz so schnell. Vielleicht so hier. Und auch nicht so ganz extrem. Machen den Hall natürlich danach. So ist einfach ein bisschen mehr Bewegung drin. Können das mal kurz uns anhören. Na, klingt sehr cool, finde ich. Jetzt fehlt nur noch eine Sache, und zwar wären das so sowas Chords-ähnliches. Das stelle ich mir super vor. Da haben wir sicherlich irgendwas Nettes dabei. Und zwar können wir mal schauen, hier in der Library gibt es sicherlich auch irgendwie so einen Keys-Sound. Hier so ein Sound, irgendwie so einen ganz einfachen wirklich. Könnt ihr mal gucken, was hier optimal wäre. Oh, das ist ganz schön tief. Der hat noch so ein bisschen so einen Detune-Effekt. Müssen wir mal schauen, ob der uns stört oder nicht. Kann ja auch manchmal ganz cool sein. Ich würde sagen, wir schnappen uns einfach mal die Melodie. Hier unsere richtige Melodie, so. Und die nehmen wir uns einfach mal. Und jetzt haben wir ein ganz einfaches Prinzip. Wir kopieren die hier rein und nehmen uns einfach davon die Chords. Das heißt, wir schnappen uns die einfach mal hier ran. Könnte ganz cool vielleicht klingen. Hier auch vielleicht genau diesen Raum auch wieder drauflegen. Oh ja, sehr schön. Hier auch, glaube ich, ganz wichtig, das Sidechain.
überlege ich noch, ob das sinnvoll ist, weil ihr müsst euch natürlich immer bewusst sein, dass wenn ihr die Noten hier auf immer auf dem Takt direkt platziert, dass dieser natürlich dann immer abgeschnitten wird so ein bisschen, ne? Also muss man mal schauen, ob das sinnvoll ist. In dem Fall würde ich sagen, ich nehme mir einfach mal so einen Sidechain hier, ziehe den mir einfach rauf. Genau, für die Atmosphäre mehr, ne? Kann auch entscheiden, ob ich das höher will. Ich finde, es klingt sehr warm und räumlich einfach. Ja, genau. Mit den Drums nochmal kurz hören. Gefällt mir ganz gut. Man könnte jetzt klassischerweise noch, das zeige ich euch mal kurz, weiß nicht, ob das jetzt gut klingt, aber das können wir mal kurz testen, sondern Brass-Sound noch einfügen. Hier sowas hier in der Art. Das ist so, kann man machen, um dem Ganzen noch ein bisschen mehr Pep zu geben. Ich muss mir überlegen, ob das cool ist. Müssen wir mal gleich hören, ob das so passt. Kann natürlich cool sein, ne? Das könnten wir auch layern, vielleicht klingt das dann besser. Oh ja, das klingt gut. Und ganz gern auch mal so ein bisschen klippen lassen. Also hier Clip aktivieren, ein bisschen boosten. Seht, was das dem für mehr Grip einfach gibt, diesen Brass-Sound. Das sind eigentlich nur Blasinstrumente in dem Fall. Klingt irgendwie ganz nett. Das immer so auf jeden Schlag mit. Vielleicht auch ein bisschen reduzieren. Ist ja schon drauf. Wir hören mal kurz, wie das klingt. Ja, finde ich schon mal ganz cool. Jetzt könntet ihr das natürlich noch ein bisschen arrangieren, noch ein bisschen Effekte raufhauen und dann wäre das natürlich ein ordentlicher Beat. Wie kann man das jetzt machen? Ich mache einfach gerne mal die Drums hier raus am Anfang. Die Brass Sounds natürlich auch. Lass hier vielleicht die eine Melodie. So in der Art vielleicht. Fügt dann die zweite vielleicht dazu. Um gleich ein bisschen Abwechslung mehr zu haben. Ne? Jetzt könnt ihr natürlich noch einen Übergang bauen, indem wir jetzt, das mache ich einfach mal gleich mit, indem ich jetzt einfach mal ganz simpel hier aus der Stock Library mir so einen 808 Open Head Sound wähle. Ihr könnt auch gerne einen besseren nehmen. Das ist jetzt nur zur Erklärung und denselben Sound oder sogar einen anderen, was ich euch empfehlen würde, um für mehr Abwechslung zu sorgen, hier einmal reversen. So ungefähr. Und den hier einfach mal so ranzufügen. Ihr hört schon so ungefähr, was der Effekt machen soll. Also er nimmt hier uns etwas. Hier auch gerne den Bass rausnehmen. Das heißt, hier haben wir eine Art Pause. Genau, das ist dieser gewünschte Effekt, den wir hier wollen. Und die habe ich jetzt einfach mal hier draufgelegt. Vielleicht machen wir sogar diesen Sound ein bisschen dumpfer. Können auch vielleicht diesen Sound nehmen. Wie gesagt, da einfach ein bisschen ausprobieren, was irgendwie gut klingt. Wie gesagt, nur um dem so ein bisschen mehr diese Bewegung zu geben. Was ihr auch machen könnt, ihr könnt den auf einen anderen Kanal packen und diesen dann einfach ein bisschen mit Delay versehen. Das ist manchmal ganz cool. Dann so ein schneller Delay. Thank you.
Ein kleiner letzter Tipp, um eurem Beat noch mehr Lebendigkeit zu geben. So, ich finde, der ist jetzt schon sehr gut in Bewegung, aber ihr könnt eurem Beat noch gerne ein bisschen mehr Bewegung reinhauen, indem ihr einfach ein paar Effekte ändert oder automatisiert. Zum Beispiel bei diesem Sound haben wir jetzt ja erstmal noch nicht ganz so viel los. Vielleicht machen wir so eine Art Telefoneffekt drauf, wäre eine Möglichkeit. Dass wir jetzt irgendwie erstmal sagen, na gut, wir müssen erstmal beide zusammenfinden. Das heißt, wir geben hier Melodie, Bus, also Bus heißt Gruppe. Na, das hatten wir ja vorhin uns schon mal angeschaut. Und diese beiden fügen wir hier mit Steuerung einfach zu diesem Kanal hinzu. Übrigens hier mit der rechten Maustaste rauftippen und dann Root to this track only. Und hier können wir vielleicht so eine Art EQ raufpacken und dort dann einen Telefoneffekt wäre eine Option. Diesen können wir dann einfach deaktivieren oder aktivieren, je nachdem. Ne? Das können wir hier so vielleicht so immer ändern, je nachdem. Wie gesagt, das ist nur so eine Art Vorlage für euch. Könnt ihr auch gerne so nachbauen oder eben euer eigenes Ding machen. Ne? Ach nee, natürlich jetzt genau andersrum. Also der Telefoneffekt soll später reinkommen. Am Anfang sein und dann hier enden beim zweiten Teil. Oder ihr macht so einen Übergang. Wäre auch eine Möglichkeit. Oder ihr baut noch so einen Flanger ein. So einen Flanger. Der vielleicht auch am Anfang Teil ist und dann immer weiter rausgeht oder so. Seid da einfach ein bisschen kreativ. Ihr seht, das gibt dem einfach Bewegung. Hier auch gerne im zweiten Teil vielleicht noch eine Variation. Wie wäre es mit einer Oktave weiter oben? Na, das heißt, dann haben wir hier nochmal so einen Sprung einfach. Wäre eine Möglichkeit, genau. Ja, das ist so meine Idee, wie ihr einen Summerbeat bauen könnt. Genau, ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet so ein bisschen was daraus mitnehmen. Ich spiele den Beat jetzt nochmal zum Abschluss ab und würde sagen, falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr ja diesen Kanal sehr, sehr gerne abonnieren für weitere dieser Videos und Tutorials. Ich habe auch schon eine ganze Menge auf dem Kanal, deswegen dort mal gerne vorbeischauen und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, tschüss.